Achtung, dieses Spiel enthält blinkende Lichter. Hallo, willkommen zurück zu einem kleinen neuen Video. Habt ihr euch schon immer gedacht, ich wünschte, es gäbe ein Rhythmusspiel, das mit der Lore von Dark Souls 1 gemischt ist? Nein? Tja, das Spiel gibt's trotzdem. Es heißt Trombone Champ. Ich habe das in den letzten Wochen öfter schon gesehen, aber ich kann euch dieses Spiel nicht vorenthalten. Es ist zu cool. Ich habe heute erst einen Clip gesehen, den ich euch gleich noch zeigen werde, aber wir spielen erstmal selber ein bisschen. Wir spielen Trombone Champ. Wir schauen es uns an. Ich werde nicht das ganze Spiel let's playen wegen Copyright-Liedern und so, aber ich muss einfach ein Video dazu machen. Ich will es euch zeigen. Dieses Spiel ist zu cool. Ist aber das coolste Videospiel. Gibt's auf Steam 12 Euro, hab's mir gerade gekauft. Wir nehmen Spielstand 1 und wolltet ihr schon immer. Und für die normalen Dark Souls-Fans, ich hoffe, ihr erkennt das Intro und die Stimme wieder. Let's go. Ja, Trombone Champ. And so it comes to pass. Ages after the twin vessels were forged, a new soul appears. Brave soul, one day you will stand before two baboons. One day you will rend the very fabric that binds this land. But until that day comes, you must toot. Toot your trombone, brave soul, and you may yet become the Trombone Champ. Willkommen bei Trombone Champ. Hallo. Ich glaube, das ist dieselbe Sprecherin wie bei dem Dark Souls 1 oder 2 Intro. Ich bin mir ziemlich sicher. Aber vielleicht ist es auch einfach nur gut nachgemacht. Wer weiß. Ja, wir spielen Trombone Champ. Dieses Spiel hat sehr verrückte Optionen, wie zum Beispiel ein Pavian-Knopf. Kann man das Spiel auf Deutsch stellen eigentlich? Nee, das Spiel ist nur auf Englisch verfügbar. Okay, können wir aber mit leben. Also, Accessibility. Minimize Jumpscares. Okay, man kann hier so Sachen einstellen, falls man da Probleme hat. Das ist immer super gut, aber ich habe keine. Man kann einstellen, wie viele Paviane vorkommen. Normal, viele Inferno. Okay. Und man kann sich einstellen, welchen Pavian man bevorzugt. Alle. Ich weiß es. Wir lassen es mal auf normal. Ja, den Baboon-Knopf gucken wir uns noch an. Man kann auf freies spielen, aber wir spielen erstmal eine normale Runde. Wir dürfen uns einen Tromboner aussuchen. Wir nehmen den Dude, den Hornlord. Warum nicht? Haben wir Standardinstrument? Können. Ich weiß nicht mal, was das heißt. Aber wir nehmen normal. Wir spielen auch mit einer normalen Trombone und nicht mit einer Basstrombone. Also eine Trombone ist eine Posaune auf Deutsch. Ich glaube, viele der Wortspiele und alles würde nicht mehr funktionieren. Auf Deutsch. Also ich verstehe schon, warum es auf Englisch ist. Aber ja, wir haben unseren Charakter gewählt und wir spielen das Warm-Up-Lied. Es kann sein, dass das Video instant geclaimed ist und so. Habe ich am Ende halt nichts von dem Video, aber das Spiel ist trotzdem so cool, dass ich einfach, ne, zeigen will. Warm-Up, let's go. How to play. Bewege deine Maus hoch und runter, um deinen Punkt an die ankommenden Balken anzupassen. Und ja, genau. Und dann muss ich Linksklick machen oder irgendeine der Tasten, um zu tuten. Um meine Musik zu spielen, um zu posaunen. Wenn man gut genug spielt, baut man eine Combo auf und erhöht sein Champion-Meter. So kriegt man am meisten Punkte. Genau, oben rechts sieht man die Punkte und den Rest seht ihr gleich auch. Pass auf deine Atemleiste auf. Wenn du eine Note zu lange hältst, geht dir die Puste aus. Okay, das wollen wir nicht. Und am wichtigsten, habe Spaß. Genieße die wunderschöne, sukkulente Musik, die du bald erschaffen wirst. Let's go. So, da sind wir. Ich hoffe, ihr genießt mein Konzert. Gleichzeitig reden und Rhythmusspiele spielen. Was gibt es Schöneres? Das ist Trombone Champ. Aber es ist auch sehr witzig und ich singe schrill dazu, das macht mir
viel Spaß. Ha. Okay, ich glaube, ich spiele einfach mal normal. Genießt einfach die Musik und ich versuche einfach meine Combo zu halten. Aber das ist ja das erste Lied. Es gibt hier noch so schlimme Lieder. Oh, ich habe meine Combo verloren. Aber gleich haben wir... Ich bin Meister. Zombie gewinnt. Aber Trombonen klingen so lustig. Also Posaunen. Und das noch mit so fetziger Musik. Ja, bitte gern. Bap. Das tut am Ende super. Also das Instrument klingt einfach an sich schon lustig. Und dazu ein Rhythmusspiel. Warum nicht? Wir haben ein A, fast ein S, fast den besten Rang. Genau. Und das ist so gesehen das Spiel mit sehr viel klassischer Musik. Also einfach nur die fetzigen Sachen. Das war Schwierigkeitsgrad 1 Stern. Und jetzt kann ich euch nochmal sagen, was ich heute gesehen habe. Jemand hat das Lied aus Bloodborne in dieses Spiel importiert. Ich glaube, das hat nicht offiziell Support für Spiele, für Lieder. All die Leute haben da schon Wege gefunden, das so reinzumodden. Und ich denke, das Spiel wird es früher oder später auch offiziell supporten, weil wer will nicht ein Rhythmusspiel, wo man seine eigene Musik reinmachen kann, ne? Also ich denke, früher oder später wird das sowieso dazukommen. Hier, ich zeige euch kurz die Stelle von Ludwig aus Bloodborne. Genau, das ist so cool. Ich hab das heute einfach nur gesehen und mich nur gefreut, wie passend es in diesem Spiel ist. Und man kann so viele Sachen freischalten. Es gibt eine Story hier zum Durchspielen tatsächlich auch. Also, sehr viel. Ja, gucken wir uns mal ein Lied mit sehr vielen Sternen an. William Tell, kennen wir das? Oh, es wäre cool, wenn es so eine kleine Vorschau gäbe. Und guck mal, man kann sich die Lieder auch langsamer stellen, wenn man Probleme hat. Aber nein, gib mir 5 Sterne, wie viele Sterne es auch immer sind. Oh, das kennen wir. Das sind alles so klassische Lieder, die man halt so kennt. Ich spiele so falsch. Auf meine Pferdis. Oh mein Gott, ist das schnell. Oh mein Gott, ist das schnell. Meine Augen sind nur links am Bildschirm. Oh mein Gott, ich bin nicht für Rhythmusspiele gemacht. Aber dafür klingt es lustiger, wenn ich alles falsch spiele. Ja. Ich finde es schön, dass mein Champ gar nicht leer geht, aber vielleicht kann es auch gar nicht leer gehen. Und gleich geht's wieder ab. Oh! Gamer! Und Gamer weg. Ich will wenigstens ein B, bitte. Das war so schlimm. Ja, wir haben B. Okay. Oh mein Gott. Weil ich habe es selber schon ein paar Mal gesehen. Und es gibt Leute, die sind so gut in diesem Spiel. Und hier, wo ich die Maus bewege, ne? Diese Stelle, also ich habe nichts weiter rechts davon gesehen, weil ich nur hier im Rand war, so versucht, diese Noten zu treffen in der Geschwindigkeit. Oh, aber das Spiel ist so cool. Ode to Joy, 2 Sterne. Von Beethoven. Let's go. Die erste Posaune war 200 Millionen Jahre vor Christus erfunden. Ja, ganz sicher. Auf jeden Fall. So, let's go. Ah. Mir kommen die Tränen bei dieser schönen Melodie. Das ist einfach
ein schönes Lied. Zombie, schielt es euch jetzt vor. Ich kann dazu nur im Takt reden, denn sonst kann ich mich nicht konzentrieren. Da, 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 da. Oh mein Gott, es ist so anstrengend, dieses Lied für euch zu spielen. Ich tue mich auch echt schwer, einfach die Klappe zu halten, ne? Damit ihr diese Melodie genießen könnt. Ach, sehr schön. Oh, ist nicht vorbei. Natürlich, das muss noch da. Oh. Ein Engel! Ich hoffe, ihr habt alle Eintritt gezahlt für mein wunderschönes Konzert. Weil ich habe jahrelang dafür geübt, so schön für euch zu spielen. Nochmal ein bisschen Freestyle am Ende. Na komm. Oh mein Gott, hätte ich vielleicht am Ende nicht gefreestylt, hätte ich sogar ein S geschafft. Oh mein Gott. Ja, es ging schon mal. Wenn es die 2 Sterne hat, schaffe ich sogar einen guten Rang. Aber das ist natürlich nicht das ganze Spiel. Also es gibt hier, ich weiß nicht, wie viele Lieder es sind, aber ihr seht ja, es sind ein paar. Die kann man alle halt auf seinen S-Rang hochspielen. Das ist aber nicht alles, weil wir spielen ja Trombone Champ. Und um zur Story zu gelangen, muss man zum Baboon. Dann landet man hier. In dieser mysteriösen dunklen Kammer. Es ist ein bisschen, muss man selber ein bisschen experimentieren. Moment, ich find's gleich raus. Ich glaube, ich bin noch nicht cool genug für die Story. Muss ich noch mehr Lieder spielen? Was ist unter Collect? Ich glaube, unter Collect ist meine Collection. Und da kann ich meine Toots und meine Turds ausgeben, die ich verdient habe. Ich habe 1000 Toots, also kaufen wir uns einen Booster. Let's go. 4 frische, einzigartige Posaunenkarten, Trombona-Cards. Tada! Extra mit Vuvuzela. Wir haben Bella Bartok bekommen. Gustav Holst. John Philip Sosa. Und Polidoro da Caravaggio. Das sind alles Posaunenspieler, glaube ich. Würde ich schätzen. Das ist so ein Composer hier. Hier oben steht auch die Flagge, woher sie kommen. Und ich glaube, in der Lore steht immer drin, wie gerne sie Hotdogs essen. Genau, he only ate Hotdogs in private. Being English, he did not eat Hotdogs. Oh mein Gott. He studied, but never ate Hotdogs. Die haben ja alle keine Hotdogs gegessen. Was ist los mit denen? Bei der steht gar nichts von Hotdogs. Okay. Es gibt coolere Karten auf jeden Fall. Die haben auch einen Zweck. Es hat alles einen Sinn in diesem Spiel. Ich gönne mir mal kurz eine Runde God Save the King. Ich kann leider nicht alle Lieder reinnehmen. Ne? Ich schaue mal einfach mal so, nicht zu viel Copyright hier im Video zu haben. Also, let's go. Bohnen. Oh, das war ein sehr chilliges Lied, sehr ruhig. Aber ich glaube, ich habe mal A oder so maximal. Ja, Mess! Oh, ich habe ein Achievement sogar bekommen. Let's go. Oh, Kanada. Ja, da ist es. Wie schön. Kanada, du siehst so schön für mich aus. Hast Ahornsirup und andere schöne Dinge, die ich nicht kenne. Und sagst immer Entschuldigung. Ich zieh nur Stereotypen auf. Schöne Biber am Ende. Was habe ich für einen Rang? Ich habe eigentlich nicht so... Okay, S-Rang. Easy. Ich werde halt einfach Trombonmeister. Oh, es geht weg. Oh, ich darf aber nur 2 erst wegmachen. Ach so, 4 S-Ränge brauche ich, damit die weggehen. Ich verstehe, ich muss noch 2 Lieder auf S-Rang schaffen. Ja, dann machen wir das Warm-Up auf S noch und das andere, was wir gespielt haben. So ein Mäh am Ende? Nee, komm schon. 1,3 Millionen habe ich ja wohl geschafft. Easy. Guck mal.
400.000 Punkte mehr. Und jetzt nochmal mein Erzfeind. So, Versuch 2 beim Warm-up. 900.000 Punkte. Okay. So, jetzt können wir die Story beginnen. Das ist cool. Jetzt verstehe ich, warum da 4 S auf jeden Fall auf den Ecken sind. Wir haben 4 S-Ränge. Affe, verschwinde. Und jetzt? Hallo? 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 Geh auf. Oh. Es ist Rampt. Oder eher ein Pavian. Hallo? Seien Sie derjenige, der an meine Luke geklopft habe? Ja. Ah, welch graziöse Art. Luken sind nun schließlich auch zum Klopfen da, oder nicht? Ich suche den wahren Posaunen-Champion. Sind Sie es, der zu wünschen begehrt, ein Champion zu bekommen? Ja, klar. Oh, das sind gute Nachrichten. Erlauben Sie mir meiner selbst, mich vorzustellen. Ich bin der ursprüngliche Pavian, Todsucher Tom. Erlauben Sie mir etwas Ihnen zu zeigen. Ergötzen Sie Ihre Augen am Todwessel. Yo, das ist wie das Lord Wessel. Was ist das? Wofür ist es? Hat das irgendeinen Effekt auf mein persönliches Leben? Das sind alles Fragen, worauf ich schon lange die Antworten vergessen habe. Mein Fehler. Aber ich erinnere mich, dass das Todwessel mit Tuts gefüllt werden muss, um den Kleff zu aufzuwecken. Ich weiß nicht mehr, was Kleff auf Englisch heißt. Darum heißt es auch Todwessel. Wissen Sie? Es ist genau genommen ein Wessel für Tuts. Jedenfalls fülle das Wessel mit Tuts, so dass der Treble-Clef aufwachen möge. Genau, und jetzt können wir hier... Ich habe genau genügend Tuts reinfüllen. Und ich erwecke den Todwessel. Der Todwessel erwacht. Und er gibt mir eine coole 3D-Chest, die ich anklicken muss. Turbo-Klicks. Warte, ich tue meine beide Hände auf die Maus. Let's go. Okay, es bringt nichts. Warte, 2-Finger-Technik. Oh, die ist schnell. Ja, ballern. 20 nur noch. 10. Pow. Glückwunsch. Du hast dein Videospiel viel gespielt und eine Sache freigeschaltet. Den Polygon-Charakter. Ah, so eine Kiste voller Schätze ist herausgefallen. Faszinierend, aber... Ich fühle, es gibt noch mehr Verstecke im Wessel. Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Das Todwessel kann noch mehr erweckt werden. Fülle das Todwessel weiter mit Tuts. Okay, genau. Wir sehen, hier ist ein Drittel voll. Vielleicht, wenn alle 3 Drittel voll sind oder so. Aber das wollte ich noch gezeigt haben. So schaltet man Sachen in dem Spiel frei. Also 4 Liter auf S-Rang. Wenn ich das schaffe, schafft ihr das lange. Und dann kann man da das voranbringen. Das treibt auch die Story voran. Es gibt auch noch... Ich glaube, unter dem Collecting irgendwo Story-Content. Aber ich glaube, der ist noch nicht da. Und hier unten ist ja auch noch ein leeres Feld. Aber wir haben theoretisch jetzt ein Polygon-Tromboner freigeschaltet, falls wir mit dem spielen wollen. Und es gibt auch verschiedene Tonarten, die man freischalten kann, verschiedene Instrumente. Ja, das ist Trombone Champ. Ich wollte es euch nur mal gezeigt haben. Für 12 Euro ist es einfach ein insane Spiel. Es bringt einem einfach ein paar Stunden lang Spaß. Und falls noch Updates kommen mit Mod-Support und allem, warum nicht? Ich wünsche euch noch einen schönen 1. November und ich würde sagen, bis dann, euer Zimbelmann.